Die Dark Angels gelten als eine der mächtigsten, aber auch geheimnisvollsten Legionen, die dem Imperator während des Großen Bruderkrieges die Treue gehalten hatten. Sie waren die erste Space Marine Legion, die während der ersten Gründung erschaffen wurde. Die Dark Angels sind eine stolze Legion, die auf eine lange und ruhmreiche Vergangenheit zurückblicken können. Mehr als einmal haben sie sich als standfeste Krieger erwiesen, die loyal und treu hinter den Idealen des Imperiums stehen. Dennoch liegt ein dunkler Schatten auf der Geschichte der Dark Angels. Während Horus seine verräterischen Mitstreiter um sich gesammelt hatte, mit dem Ziel, den Imperator der Menschheit zu stürzen, waren manche Dark Angels der Verführung des Chaos zum Opfer gefallen. Diese gefallenen Engel aufzuspüren und ein für allemal zu vernichten, dominiert auch heute noch einen Großteil der Bestrebungen der ersten Legion. In ihren Augen werden sie sich erst dann von ihrer Vergangenheit reinwaschen können, wenn auch der letzte Gefallene vernichtet wurde. Schon während der letzten Tage der Vereinigungskriege auf Terra, noch bevor der Imperator zu seinem großen Kreuzzug aufbrach, wurde klar, dass das Imperium fähige Krieger in großen Zahlen benötigen würde. Die Legio Custodes, die dem Imperator als persönliche Leibwache dienten, waren zwar mächtig und erbarmungslose Kämpfer, doch auch nur einen von ihnen zu erschaffen, war ein mühsamer und langwieriger Prozess. Der große Kreuzzug würde jedoch eine enorme Anzahl an Kriegern benötigen und es war unmöglich, so viele Custodes in so kurzer Zeit zu erschaffen. Also wandte sich der Imperator einem neuen Projekt zu, der Erschaffung seiner ersten Space Marines. Gemeinsam mit ihnen würde er die Vereinigungskriege beenden und den Grundstein für sein neues Imperium legen. Doch bevor es dazu kam, galt es noch, ein Relikt aus der Vergangenheit zu beseitigen. Die Proto-Astartes der ersten Legion waren bei weitem nicht die ersten genetisch verbesserten Krieger, die der Imperator erschaffen hatte. Neben seinen Custodes erschuf er auch noch andere Krieger, wilder, kräftiger, aber auch kurzlebiger und schwerer zu kontrollieren. Diese Donnerkrieger waren ihm eine große Hilfe während der Kriege auf Terra, während denen es vor allem auf brutale Kraft angekommen war. Doch in dem bevorstehenden Zeitalter des Imperiums gab es keinen Platz mehr für solch barbarische Krieger. Also trieb der Imperator mit Hilfe seiner Custodes und den Astartes der ersten Legion die verbliebenen Donnerkrieger zusammen und vernichtete sie einen nach dem anderen. Zwar konnte der eine oder andere von ihnen entkommen, doch für die Pläne des Imperators stellten diese wenigen keine Gefahr mehr dar. Der große Kreuzzug stand nun also kurz bevor und neben seinen ersten Proto-Astartes hatte der Imperator nun auch noch mit einem weiteren Projekt begonnen. Der Erschaffung seiner 20 Söhne, die jeder einen Teil seiner Streitmacht übernehmen und als seine Kommandeure dienen sollten. Ein Bruchteil der Gensaat dieser Primarchen wurde verwendet, um weitere Space Marines herzustellen. Diesmal mit den einzigartigen Fähigkeiten, die auch ihrem Primarchen innewohnten. Doch eine Katastrophe ereignete sich und die Geburtskapseln der 20 Primarchen verstreuten sich über die gesamte Galaxie. Nun war dem großen Kreuzzug noch ein weiteres Ziel hinzugekommen. Der Imperator wollte nicht mehr nur die Menschheit wiedervereinen, sondern war nun auch auf der Suche nach seinen verschollenen Söhnen. In der Zwischenzeit wurden den Legionen temporäre Kommandeure übergestellt, die sie leiten sollten, bis ihr Primarch wiedergefunden war. Im Fall der Dark Angels übernahm Hector Thrain diese Rolle. Er verdiente sich diese Ehre noch während der Vereinigungskriege auf Terra. Vor allem während der Kämpfe gegen den feindlichen Großkönig Akkad und seinen Udukul, genetisch verbesserten Kriegern, konnte Thrain seine Fähigkeiten als Anführer beweisen. Unter seinem Kommando wurden mehrere feindliche Städte erfolgreich zerstört und die Space Marines konnten ihren Wert als Streitkräfte des Imperators beweisen. Die kommenden Jahre sollten Thrains Ruhm nur noch weiter verstärken, bis zu einem Punkt sogar, an dem er zu einem wichtigen Berater des Imperators wurde. Es heißt, dass sein Wort nur durch das von Malkador dem Sigilliten und Horus Lupercal übertroffen wurde. Doch mit jedem Sieg, den Thrain mit seiner Legion erlangte, stieg auch seine Überheblichkeit.
Zum Schluss war er der festen Überzeugung, weder er noch seine Krieger könnten je bezwungen werden. Diese Behauptung sollte sich jedoch zum Beginn des Großen Kreuzzuges als falsch herausstellen. Die erste Legion war im Canis-Balor-Sektor unterwegs, um ihn vor einer unbekannten Xenos-Rasse zu reinigen. Was als Routineeinsatz begann, entwickelte sich schnell zu einer Katastrophe. Die Xenos waren eine größere Gefahr, als die Space Marines es je hätten erahnen können. Die fremdartigen Wesen kämpften ohne jeglichen erkennbaren Sinn oder Strategie, mit Waffen, deren Technologie alle Erwartungen übertrafen. Jeder Angriff der Dark Angels wurde zurückgeworfen und die Verluste unter den Astartes waren zahlreich. Thrain entschloss sich, alles auf eine Karte zu setzen und zu einem letzten, finalen Angriff überzugehen. Zunächst schien es so, als könnten die Dark Angels die Überhand behalten, doch schon bald wendete sich das Blatt. Immer mehr Xenos stürmten auf die Angreifer zu, bis Thrain schließlich seinen Fehler einsehen musste. Er und seine Leibwächter blieben zurück, um den restlichen Truppen genug Zeit zum Rückzug zu verschaffen. Der Planet, auf dem sich die Schlacht zugetragen hatte, wurde kurze Zeit später einem Exterminatus unterzogen. Die Dark Angels verloren an diesem Tag ihren ersten Legionsmeister. Auch in den kommenden Tagen würde sich die Situation der Dark Angels nicht verbessern. Durch lang anhaltende Kriege verringerte sich ihre Zahl kritisch, vor allem durch die Rangdang-Xenozide im 30. Millennium. Doch in der dunkelsten Stunde der ersten Legion geschah etwas, mit dem schon fast niemand mehr gerechnet hätte. Lion L. Johnson, Primarch der Dark Angels, wurde auf dem Planeten Caliban wiederentdeckt. Die Wiedervereinigung mit ihrem Primarchen sowie die frischen Rekruten und Praktiken, die sie von Caliban übernahmen, halfen die Legion wieder zu ihrer einstigen Größe aufzubauen. Vor allem die Kultur Calibans würde die Legion für die Zukunft prägen. Der Planet war von einem Ritterorden beherrscht worden, der unter den Einheimischen einfach als der Orden bekannt war. Als nun Lion L. Johnson auf Caliban gelandet war, wurde er nach einigen Hin und Her vom Orden aufgenommen. Schnell stieg er in seinen Rängen auf und übernahm seine Praktiken und Riten. Eben diese Ritterlichkeit, gepaart mit der Heraldik des Ordens, führte L. Johnson nun in seine wiedergewonnene Legion ein. Es war auch zu dieser Zeit, dass die erste Legion offiziell in Dark Angels umbenannt wurde, angelehnt an eine alte Sage auf Caliban. Doch mit dieser Vereinigung seiner Legion mit dem Ritterorden auf Caliban brachte Johnson auch Zwietracht in die Reihen der Dark Angels. Viele der altgedienten Ritter des Ordens waren nicht in der Lage, dieselbe Organtransplantation zu erhalten wie die jüngeren Mitglieder des Ordens. Es war daher unmöglich, sie zu vollwertigen Astartes zu machen. Sie mussten durch chirurgische und biochemische Methoden verstärkt werden. Zwar verloren sie dadurch nichts an Respekt durch Lionel Johnson, doch die Tatsache, dass jüngere Ritter, die einst unter ihnen standen, nun stärker und mächtiger waren als sie selbst, begann an der Psyche der Älteren zu nagen. Vor allem Luther, der seit seiner Kindheit über Johnson gewacht hatte und zu seiner rechten Hand aufgestiegen war, hatte schwer mit diesem Umstand zu kämpfen. Trotz seiner Erfolge und seiner ruhmreichen Stellung konnte er das Gefühl nicht abschütteln, dass andere auf ihn herabblickten. Doch fürs Erste musste Luther sich mit diesem Umstand zurechtfinden, denn der Imperator hatte Lionel Johnson das Kommando über die 4. Expeditionsflotte des Großen Kreuzzuges anvertraut. Unter der Führung ihres Primarchen machten sich die Dark Angels nun also erneut auf, die Menschheit im Namen des Imperiums zu vereinen. Eine der ersten Kampagnen, in der Lionel Johnson seine Dark Angels anführte, war die Rückeroberung der kürzlich wiederentdeckten Neidwelt Molech. Es handelte sich um eine groß angelegte Offensive mehrerer Legionen, darunter die Lunar Wolves, die Emperor's Children und die White Scars. Nachdem der Planet wieder fest in der Hand des Imperiums war, führte der Imperator einige seiner Söhne zu eben jener Stelle, wo er vor so vielen Jahren mit dem Chaos verhandelt hatte. Was sich an diesem Ort abspielte, bleibt ungewiss, denn der Imperator veränderte das Gedächtnis der Primarchen auf eine Weise, dass sie sich nicht länger an die Geschehnisse auf Molech erinnern konnten.
Bevor sie aufbrachen, wurden noch 100 imperiale Auxiliarregimenter auf Molech stationiert, gemeinsam mit 3 Titanenlegionen und mehreren Abteilungen von 2 Astartes-Legionen. Sie würden zurückbleiben, um das Geheimnis von Molech zu bewahren. Der große Kreuzzug schritt fort und angeführt von ihrem Primachen gelang es den Dark Angels, mehrere wichtige Siege zu erlangen. Es ereignete sich jedoch ein Zwischenfall, der die Zukunft der ersten Legion stark beeinflussen sollte. Die 4. Expeditionsflotte war im Orbit von Sigma 517 angekommen, ein Planet namens Sarosh. Die Herrscher des Planeten hatten ein Interesse daran bekundet, dem Imperium der Menschheit beizutreten. Das Imperium seinerseits hatte diese Bitte zunächst wohlwollend aufgefasst, waren die Sarosh jedoch in ihrer Weltanschauung dem imperialen Kult sehr ähnlich. Doch im Verborgenen hatten sie begonnen, das Chaos anzubeten und verehrten Wesen, die sie Melachim nannten. Diese Melachim waren in Wirklichkeit nichts anderes als Chaosdämonen, die begonnen hatten, die Kultur der Sarosh zu korrumpieren. Als die Gespräche zwischen den Anführern der Saroshi und den Imperialen auf das Religionsverbot kamen, zeigte sich die wahre Natur der fremden Gesellschaft. Für sie war dieser antireligiöse Standpunkt ein Zeichen des absoluten Bösen, das nicht toleriert werden konnte. Der Anführer der Saroshi widersagte Lionel Johnson und dem Imperator im Angesicht des Primachens auf dessen Flaggschiff. Johnson stieß dem Saroshi daraufhin als Antwort sein Schwert durch den Leib. Doch dieser hatte unbemerkt eine atomare Bombe an Bord des Flaggschiffs schmuggeln können, mit der Absicht, die gesamte Kommandostruktur der Dark Angels mit einem Schlag zu vernichten. Glücklicherweise gelang es dem anwesenden Luther, gemeinsam mit einem jungen Skriptor namens Zahariel El-Surias, das Shuttle des Saroshi rechtzeitig abzudocken. Die Schäden am Flaggschiff der ersten Legion waren nur gering. Johnsons Reaktion auf die Geschehnisse waren streng. Er sandte Luther, Zahariel und 500 andere Dark Angels als Strafe zurück nach Caliban. Dass es dem Saroshi gelungen war, eine Waffe mit solcher Zerstörungskraft an Bord zu schmuggeln, war ein schweres Vergehen gewesen, das nicht einfach ignoriert werden konnte. Auf Caliban würden die Zurückgesandten die Rekrutierung neuer Astartes für die Dark Angels beaufsichtigen. Diese Entscheidung Johnsons würde jedoch schwerwiegende Folgen haben, versetzte sie doch der ohnehin schon angeschlagenen Psyche Luthers einen weiteren schweren Schlag. Doch zunächst stand dem Imperium eine weitaus größere Katastrophe bevor. Kriegsmeister Horus hatte sich den Mächten des Chaos zugewandt und hatte beschlossen, den Imperator der Menschheit zu vernichten. Doch bevor er offen zu seinem Verrat stehen konnte, traf er einige Vorkehrungen, um den Erfolg seiner Rebellion zu garantieren. Darunter fiel auch die Neupositionierung mehrerer Legionen, genauer gesagt jener, von denen er wusste, dass sie dem Imperator treu bleiben würden. So entsandte Horus die Dark Angels auf eine Kampagne in den galaktischen Süden, in der Hoffnung, dass sie zu weit entfernt wären, um sich in die kommende Rebellion einzumischen. Die erste Legion war gerade dabei, gegen die Gordische Liga vorzugehen, eine Konföderation aus menschlichen Welten, die sich mit Xenos eingelassen hatten, als sie von den Gräueltaten auf Istvan III erfuhren. Doch die Dark Angels waren zu sehr in die Kämpfe mit der Liga verwickelt, um auf der Stelle auf Horus' Verrat reagieren zu können. Selbst die hoffnungsvollsten Berechnungen sprachen von mindestens 8 Monaten, bevor die Planeten befriedet und die Legion aufbruchsbereit wäre. Und selbst dann hätte Horus bestimmt schon Mittel und Wege, um von der vorrückenden Legion zu erfahren. Johnson entschied sich, einen anderen Weg einzuschlagen. Er ließ ein kleines Reservebataillon aufstellen, das umgehend in das Tanagra-System vordringen sollte. Ihr Ziel war die Fabrikwelt Diamat. Johnson wollte um jeden Preis verhindern, dass es Horus gelang, kriegsentscheidende Ressourcen zu sammeln, also führte er die Streitmacht von 15 Schiffen höchstpersönlich an. Wie sich herausstellte, kam Johnsons Flotte gerade rechtzeitig und Horus war es nicht möglich, die gewünschten Belagerungsmaschinen und Kriegsgeräte zu sichern. Der Kriegsmeister musste sich fürs Erste zurückziehen.
Doch schon bald sollte ihm ein weiterer entscheidender Sieg gelingen. Diesmal auf der Oberfläche des Planeten Istvan V. Das Landungsplatzmassaker war beinahe das Ende für drei ganze loyale Space Marine Legionen. Im Anschluss daran wurden die Night Lords entsandt, um die Truppen der Dark Angels weiterhin aufzuhalten. Horus' Plan war es nach wie vor, die verbliebenen loyalen Legionen so weit wie möglich von Terra entfernt zu beschäftigen. Nighthunters Flotte machte sich umgehend auf den Weg und verwickelte die erste Legion in eine Kampagne, die als Tramas Kreuzzug bekannt ist. Das System war von militärischer Bedeutung, denn hier befanden sich mehrere Fabrikwelten, deren Ressourcen Horus bei seiner Rebellion von Nutzen sein würden. Beinahe zwei Jahre lang rangen die Dark Angels und die Night Lords miteinander, bevor Nighthunter das Gespräch mit seinem Bruder suchte. Er hatte Transponderbojen im Weg der Dark Angels Flotte stationiert, die die Koordinaten eines möglichen Treffens aussandten. Kurzes Ziel war es, seinen Bruder zu brechen, entweder psychisch oder physisch, um ihn so auf seine Seite zu ziehen. Es kam tatsächlich zu einem Treffen der beiden Seiten. Die Primarchen wurden von jeweils zwei Mitgliedern ihrer Ehrengarde begleitet. Das Gespräch begann relativ zivilisiert, doch es dauerte nicht lange, bis Nighthunter Johnson beleidigte. Dieser antwortete mit einem schweren Schlag und in nur wenigen Augenblicken hatten sich die Verhandlungen in einen Kampf verwandelt. Nighthunter erlangte die Oberhand und war schon dabei, Johnson zu erwürgen, als dessen Leibwächter Paladin Corswain einschritt. Er rammte sein Schwert durch Kurzes Rücken und rettete damit seinem Primarchen das Leben. Beide Legionen hatten mittlerweile Verstärkungen gerufen und waren nun damit beschäftigt, ihre Primarchen in Sicherheit zu bringen. Beide überlebten den Zwischenfall, doch der Kampf um das System ging erbittert weiter. Beide Legionen spielten ein gefährliches Katz-und-Maus-Spiel, oftmals entgingen sie nur knapp einer verheerenden Niederlage. Doch nach einiger Zeit gelang es den Dark Angels langsam die Überhand zu gewinnen, bis die Night Lords zu einem letzten Verzweiflungsangriff gezwungen waren. Viele Verräter starben bei diesem Überfall, doch Nighthunter selbst gelang schlussendlich die Flucht. Auch wenn die erste Legion im Endeffekt siegreich war, so war die Kampagne der Night Lords dennoch erfolgreich. Sie hatten den Vormarsch der Dark Angels erfolgreich verlangsamt, mit dem zusätzlichen Effekt, dass Johnson von den Ereignissen auf seiner Heimatwelt abgelenkt war. Doch was sich auf Caliban abspielte, sollte Johnson erst viel später erfahren. Für den Moment hatte die Flotte der Dark Angels dringendere Probleme, denn ein nie dagewesener Warpsturm war über die Galaxie hereingebrochen. Während der Schlacht um Kalth war es Erebus und den Truppen der Wordbearers gelungen, ein schreckliches Ritual zu vollziehen, die die Kräfte des Immateriums in Unruhe versetzten. Die Folge waren schwere Stürme, die das Imperium der Menschheit in zwei Teile rissen. Navigation und Kommunikation waren einmal mehr so gut wie unmöglich geworden und die Flotte der Dark Angels sah vorerst keine Möglichkeit, nach Terra zurückzukehren. Doch wie aus dem Nichts empfingen sie plötzlich ein Signal, das aus dem Ultramar-Sektor zu kommen schien. Es stammte von einem seltsamen Xenos-Artefakt, dem Pharos, und führte die Dark Angels auf direktem Weg nach McCrack, wo sie von Rubut Gilliman und Sanguinius empfangen wurden. Die Warpstürme tobten immer noch in der Galaxie und es gab keine Möglichkeit, mit Terra Kontakt aufzunehmen. Die drei Primarchen wussten noch nicht einmal, ob Terra noch stand oder bereits in die Hände der Verräter gefallen war. Um die Werte des Imperiums zu schützen und das Werk ihres Vaters voranzutreiben, entschloss sich Rubut Gilliman, einen gewaltigen Schritt zu vollziehen. Er gründete das Imperium Secundus, ein neues Reich der Menschheit, in der die Ideale des Imperators weiter bestehen sollten. Dies war kein leichter Schritt für den Primarchen der Ultramarines, könnte er doch nur allzu leicht als Verrat angesehen werden. Doch zu jener Zeit schien es die richtige Entscheidung gewesen zu sein, und wäre der Große Bruderkrieg anders verlaufen, hätte die Menschheit das Imperium Secundus wahrscheinlich bitter benötigt. Für den Moment jedoch stand Gilliman einem weiteren Problem gegenüber, der Frage, wer dieses Imperium anführen sollte. Sowohl er als auch sein Bruder Lionel Johnson waren äußerst bestrebt, diese Rolle für sich zu beanspruchen. Jeder überzeugt, am besten für die Position geeignet zu sein.
Es dauerte nicht lange, bis sich Zwist und Streitigkeiten zwischen den beiden ausbreiteten. Glücklicherweise war Sanguinius, der Primarch der Blood Angels, ebenfalls anwesend. Der Engel hatte bislang keinerlei Anzeichen gemacht, die Rolle des Imperators des Imperium Secundus anzustreben. In den Augen Gillimans machte ihn genau diese Einstellung am besten geeignet für die Position. So kam es schließlich, dass Sanguinius die Führung des Imperium Secundus übernahm, während Gilliman zum Lord Warden und Johnson zum Lord Protector ernannt wurden. Es schien, als wären die Schwierigkeiten, mit denen sich das Imperium Secundus auseinandersetzen mussten, beseitigt, doch in Wahrheit hatten sie gerade erst begonnen. Nighthaunter hatte sich an Bord des Flaggschiffs der Dark Angels versteckt und war nun ebenfalls auf McCrack. Was folgte, waren Jahre der Terroranschläge, immer wieder aufbrechende Rebellionen, bis sogar das Kriegsrecht auf McCrack erteilt wurde. Die Spannungen unter den loyalen Primarchen spitzten sich immer weiter zu, vor allem zwischen Johnson und Gilliman. Johnson bestand auf eine wesentlich härtere Vorgehensweise, schlug unter anderem sogar einen Orbitalschlag gegen jene Region vor, in der sich der Primarch der Nightlords aufhalten sollte. Weder Gilliman noch Sanguinius waren bereit, Unschuldige bei der Verfolgung Kurzes zu opfern, also musste Johnson auf andere Mittel zurückgreifen. Vor allem die Mitglieder des Dreadwing, einer Eliteeinheit der Dark Angels, spielten während dieser Zeit eine besondere Rolle. Sie waren verantwortlich dafür, Nighthaunter und seine Rebellen aus ihren Verstecken zu treiben. Schließlich gelang es der 1. Legion tatsächlich, den verräterischen Primarchen aufzuspüren. Johnson selbst stellte seinen Bruder, verwundete ihn schwer und war kurz davor, seinem Leben ein Ende zu bereiten. Doch er verschonte ihn und brachte ihn stattdessen vor Gericht. Dort angekommen, begann Kurze augenblicklich damit, Streit zwischen den loyalen Primarchen zu sehen. Er beschuldigte Johnson, gegen den Befehl Gillimans gehandelt zu haben und während seiner Verfolgung unzählige Unschuldige geopfert zu haben. Ein Wortgefecht entstand, in dessen Verlauf Johnson seines Postens enthoben und vom Imperium Secundus verbannt wurde. Er sammelte seine Truppen und verließ McCrack nur wenige Stunden später. Doch an Bord seines Flaggschiffes begann Johnson seine Aktionen zu hinterfragen, sein Verhalten Luther gegenüber und seine Versessenheit Nighthaunter zu stellen. Er kehrte um und ließ sich und einen Leutnant der Deathwing zurück nach McCrack teleportieren. Er hatte vor, die Hinrichtung Kurzes zu verhindern, und er kam genau rechtzeitig, nur wenige Momente später, und Sanguinius hätte den Verräter töten lassen. Johnson erklärte sein Eindringen und sprach davon, dass Kurze ihm von einer Vision berichtet hatte. Das Leben Nighthaunters würde durch einen Assassinen beendet werden, der vom Imperator selbst geschickt worden war. Sollte diese Vision wahr sein, so argumentierte Johnson, würde dies beweisen, dass der Imperator noch am Leben war und Terra noch nicht gefallen. Sanguinius hörte auf Johnsons Worte und glaubte auch, dass Kurzes Visionen der Wahrheit entsprachen. Die drei Primarchen sammelten ihre Kräfte und machten sich auf nach Terra, um ihren Vater vor den einfallenden Verrätern zu schützen. Johnson würde Nighthound auf seinem Flaggschiff in Gewahrsam nehmen und zu seinem Gefängniswärter werden. Das Imperium Secundus Projekt wurde aufgegeben, als sich die drei loyalen Primarchen nun sicher waren, dass es noch nicht zu spät war. Doch ihr Weg durch den Warpsturm war nicht einfach und nach einer mühsamen Reise erreichten sie schließlich den Planeten Darwin. Dieser hatte sich als Zentrum des gigantischen Sturms herausgestellt. Mit seiner Vernichtung würde ein Weg nach Terra mit Sicherheit frei werden. Doch die loyalen Space Marines mussten sich einer enormen Dämonenstreitmacht entgegenstellen, die den Planeten beschützten. Nach schweren Kämpfen waren die Dämonen schließlich besiegt und der Planet Darwin vernichtet. Doch zwischen ihren Flotten und Terra standen noch immer mehrere Verräterlegionen. Horus hatte vorausgesehen, dass etwas in dieser Art geschehen könnte und hatte eine Blockade um Terra formen lassen. Doch Sanguinius wusste, dass er seiner eigenen Vision folgen musste und so schnell wie möglich nach Terra gelangen sollte. Also machten sich er und seine Blood Angels geradewegs auf ins Sol-System, während die Dark Angels und die Ultramarines Ablenkungsmanöver starteten. Ihr Plan war erfolgreich, die Blood Angels gelangten nach Terra.
Doch sie selbst hatten keine Möglichkeit, bei der letzten Schlacht um Terra anwesend zu sein. Johnson hatte aber nicht vor, untätig beizustehen, während seine Brüder kämpften, also lenkte er seine Flotte zu den Heimatplaneten der Verräter. Er hoffte, dass er ihre Truppen von Terra weglocken konnte, indem er die Planeten angriff. Während dieser Kampagne zerstörte die Flotte der Dark Angels erfolgreich Chemos, die Heimatwelt der Emperor's Children, wie auch Barbarus, die Heimat der Death Guard. Im Anschluss an die Belagerung Terras spielten die Dark Angels einen wichtigen Teil in der Vertreibung der Verräterlegionen. Viele von ihnen würden sich ins Auge des Terrors zurückziehen, um dort Dämonenwelten zu beziehen, die die Chaosgötter bereits für sie vorbereitet hatten. Während dieser Zeit fand die Flotte der Dark Angels endlich Gelegenheit, zu ihrem eigenen Heimatplaneten zurückzukehren. Caliban war von den Warpstürmen komplett abgeschnitten gewesen, eine Kontaktaufnahme war zur Zeit des Großen Bruderkriegs unmöglich gewesen. Doch auf ihrem Heimatplaneten sollte sie ein letzter Akt des Verrats erwarten. Kaum im Orbit angekommen, wurden sie von der Planetenoberfläche unter Beschuss genommen. Johnson ließ die Flotte zurückziehen, um herauszufinden, was auf Caliban vor sich ging. Die Ursache für den Beschuss wurde dem Primarchen schnell klar, als er erkannte, dass sein alter Freund Luther in die Klauen des Chaos gefallen war. Über Jahre hinweg hatten die Mächte des Immateriums den Verstand Luthers vergiftet, bis er sich schließlich gegen seinen Primarchen wandte. Da er verantwortlich für die Rekrutierung neuer Dark Angels war, gelang es Luther, eine ganze Streitmacht hinter sich zu versammeln. Johnson erkannte, dass sämtliche auf Caliban verbliebenen Space Marines sich dem Chaos zugewandt hatten und ordnete eine Bombardierung der Oberfläche an. Mit den Verteidigungsanlagen zerstört, gelang es der Flotte der Dark Angels, auf der Oberfläche des Planeten zu landen. Ihr oberstes Ziel war das Festungskloster des Ordens, wo Lionel Johnson Luther im Zweikampf konfrontierte. Dieser hatte durch die Chaosgötter zu unglaublicher Macht gefunden und war nun seinem Primarchen im Kampf ebenbürtig. Während der Planet um sie herum zu kollabieren begann, fochten sie mit nie dagewesener Intensität. Johnson gelang es, Luther zu verwunden, doch er brachte es nicht über sich, seinen alten Weggefährten zu töten. Luther nutzte die Gelegenheit und entfesselte eine psionische Attacke, die Johnson schwer verwundet zurückließ. Doch die Chaosgötter waren zornig, denn einmal mehr war es ihrem auserwählten Champion nicht gelungen, die Diener des Imperators endgültig zu vernichten. Also entfesselten sie ihre Macht auf Caliban, die Gefallenen wurden in alle Himmelsrichtungen zersprengt und der Planet war kurz davor zu zerbersten. Was von Caliban übrig blieb, war die Ordensfestung und der Felsen, auf dem sie stand. Als die Truppen der Dark Angels kurze Zeit später die Festung betraten, konnten sie den wieder zu Sinnen gekommenen Luther gefangen nehmen. Von ihrem Primarchen fehlte jedoch jede Spur. Es wurde angenommen, dass er mit den Gefallenen durch den Warp geschleudert wurde, doch nur wenigen ist die Wahrheit bekannt. Schwer verwundet nach seinem Kampf mit dem Verräter Luther, wurde Lionel Johnson in eine geheime Kammer innerhalb der Festung gebracht. Dort liegt er auch heute noch, in Stasis, um sich von seinen Wunden zu erholen. Doch nur die geheimnisvollen Wächter der Dunkelheit sowie der Imperator selbst wissen um das Schicksal Johnsons. Für seine Söhne gilt er nach wie vor als verschollen. Seit diesen Tagen setzen die Dark Angels alles daran, ihre Sünden wieder reinzuwaschen. Die Jagd und vollständige Vernichtung der Gefallenen wurde zu ihrem obersten Ziel. Geheimhaltung und Verschwiegenheit wurden zum Markenzeichen der Legion, denn niemand sonst im Imperium dürfte je von ihrer Schande erfahren. Sie formten einen inneren Zirkel aus Eingeweihten, die fortan über ihre Brüder und sich selbst wachen würden. Um das Schicksal ihres Heimatplaneten geheim zu halten, wurde die Nachricht verteilt, Caliban sei durch einen massiven Warpsturm zerstört worden. Eine genauere Betrachtung würde zwar einige Fragen aufwerfen, doch niemand wagte es, an den Worten der ersten Legion zu zweifeln. Vor allem, da das Imperium direkt nach dem Großen Bruderkrieg immer noch von allen Seiten bedroht wurde. Xenos Armeen waren in imperiales Gebiet vorgedrungen, während heraufbeschworene Dämonenschwärme noch immer über friedliche Planeten herfielen. Einer der ersten Schritte der Dark Angels war daher,
ihre Flotte aufzuteilen und in unterschiedliche Richtungen zu entsenden. Während sie gegen die Feinde des Imperiums vorgingen, hielten sie gleichzeitig Ausschau nach den verhassten Gefallenen. Diese geheime Mission, das Aufspüren der verräterischen Engel, hat bis heute Bestand. Im Geheimen führt die erste Legion einen erbitterten Krieg gegen ihre ehemaligen Brüder, die sich den Mächten des Chaos zugewandt haben. In jüngsten Tagen waren die Dark Angels an mehreren entscheidenden Schlachten des Imperiums beteiligt. Als mehrere Gefallene unter den Truppen Abadons gesichtet wurden, der zu seinem 13. Schwarzen Kreuzzug aufgebrochen war, machten sich die Engel auf den Weg, sich ihnen entgegenzustellen. Auch als die schwer mutierte 13. Großkompanie der Space Wolves erneut gesichtet wurde, machten sich die Dark Angels auf ins Fenris-System, nur um sich dort einer Dämoneninvasion entgegenzustellen. Seit der Öffnung des Großen Risses sind sie unterwegs, um sich den Feinden der Menschheit entgegenzustellen. Schreckliche Visionen plagen die Ordenspriester und Großmeister der Dark Angels, in denen sie eine stetig wachsende Zahl an Gefallenen sehen. Erschwerend kommt hinzu, dass es dem Verräter Luther vor nicht allzu langer Zeit gelang, seinem Gefängnis zu entkommen. Die Ordensfestung der Dark Angels wurde von dem Dämonenprinzen Marbas angegriffen, dessen Streitkräften es gelang, die Schilde der Festung zu durchdringen. Überall entbrannten heftige Kämpfe, doch auf dem Höhepunkt der Schlacht verschwanden die Eindringlinge so schnell, wie sie erschienen waren. Erst später wurde klar, welchem Zweck der Überfall gedient hatte. Die Zelle Luthers wurde leer vorgefunden. Ordensmeister Azrael vermutete zu Recht, dass der Angriff nur eine Ablenkung gewesen war, um den Erzverräter zu befreien. Doch die erste Legion wird nicht ruhen, bis sich Luther wieder in Gewahrsam befindet und alle Gefallenen vernichtet wurden. Die Organisation der Dark Angels ist einzigartig unter den Legionen der Space Marines. Sie geht als einzige auf die ursprüngliche Organisationsform zurück, die während der Vereinigungskriege vom Imperator geschaffen wurde. In diesem Hexagrammaton, besser bekannt als sechs Flügel, wurden die Space Marines ihrer Spezialisierung nach zusammengefasst. Mit dem Eintreffen des Imperators auf Caliban wurde dieses System auch hier angewandt und Johnson organisierte seine Krieger fortan in ähnlicher Weise. Während des Großen Kreuzzuges und der Horus-Heresie bestanden die Dark Angels aus folgenden Flügeln: dem Deathwing, dem Ravenwing, dem Dreadwing, dem Firewing, dem Ironwing und dem Stormwing. Die ersten beiden Flügel, also Death und Ravenwing, werden auch heute noch von der ersten Legion eingesetzt, während die restlichen vier mit der Zeit verloren gingen. Der Deathwing ist das, was bei anderen Legionen die erste Kompanie ist. Sie ist insofern besonders, als dass all ihre Mitglieder in knochenweißen Terminatorenrüstungen kämpfen. Sie besteht aus der Elite der Dark Angels, die den Ruf haben, selbst unter schwerstem Druck nicht nachzugeben. Egal, ob es um Enteraktionen auf feindlichen Space Hulks geht oder massive Dämoneninvasionen, die Mitglieder des Deathwing stellen sich allen Gefahren mit grimmiger Entschlossenheit entgegen. Doch die Beförderung in den Deathwing bedeutet mehr als nur eine neue Schlachtfeldrolle einzunehmen. Ihre Mitglieder werden in die tiefsten Geheimnisse der Legion eingeweiht und können sich fortan als Teile des inneren Kreises zählen. Als solche ist es ihre oberste Pflicht, Luther und die übrigen gefallenen Engel bis an die Grenze der Galaxie zu jagen. Gegenwärtiger Großmeister, also Kompanieführer der Deathwing, ist Belial, ein unermüdlicher Krieger voller Courage und niemals endender Entschlossenheit. Er führt das Schwert der Stille, ein Artefakt der Dark Angels, das aus einem Meteor geschmiedet sein soll, der einst in der Ordensfestung niederging. Neben den mehr oder weniger herkömmlichen Terminatorentrupps dienen im Deathwing auch Krieger, die sich nur bei den Dark Angels finden lassen. Deathwing Knights verkörpern die Ideale ihres Primarchen, strahlen Stärke und eine verschleierte, aber dennoch greifbare Adeligkeit aus. Sie sind die absolute Elite, selbst unter den ohnehin schon beachtlichen Mitgliedern des Deathwing. Um ein Deathwing Knight zu werden, muss ein Krieger absolute Hingabe zu seiner Legion beweisen und einen tief verankerten Wunsch, die Gefallenen zu jagen und zu vernichten. Erst dann wird er in die Kammer des Richtspruches gebracht, wo er sich einer Reihe von Tests und Prüfungen unterziehen muss.
Besteht er diese, wird er in die Reihen der Knights aufgenommen und erhält von einem Wächter der Schatten seinen Streitkolben der Absolution und seinen Sturmschild. Im Kampf dienen die Knights als schwere Schocktruppen, die mitten ins Herz der Feinde teleportiert werden. Selbst schwerstes Feuer prallt wirkungslos an ihren Rüstungen und Schilden ab, während sie selbst unaufhaltsam vorwärts schreiten. Der Ravenwing ersetzt bei den Dark Angels die zweite Kompanie und ist ebenfalls ein Relikt der ursprünglichen Organisationsform der Legion. Sie sind Spezialisten, wenn es um Geschwindigkeit und Mobilität geht. Ursprünglich war es der Ravenwing, dem die Aufgabe zukam, die Gefallenen zu jagen, eine Aufgabe, die mittlerweile weiter verbreitet ist. In ihrer schwarzen Powerrüstung nutzen sie meist Assault-Bikes oder Landspeeder, um ihren Feinden in die Flanke zu fallen oder durch ihre enorme Geschwindigkeit auszumanövrieren. Neben diesen weit verbreiteten Fahrzeugen setzen die Mitglieder des Ravenwing zudem eine Maschine ein, die nur bei den Dark Angels zu finden ist. Der Dark Shroud ist eine Variante des Landspeeders Vengeance. Doch anstatt der üblichen Plasmasturmbatterie befindet sich ein uraltes Relikt auf dem Fahrzeug, welches Steinwächter genannt wird. Der Dark Shroud ist in der Lage, die arkane Energie des Relikts zu kanalisieren und als Feld undurchdringlicher Dunkelheit, um sich zu errichten. Diese Dunkelheit ist in der Lage, selbst die mächtigsten Geschosse einfach zu verschlingen, um die Astartes in der Nähe unbeschadet vorrücken zu lassen. Wie dieses Artefakt in der Lage ist, solch ein mächtiges Feld zu erzeugen, ist bis heute ein Rätsel. Zu früheren Zeiten, als die Ankunft des Imperators noch in weiter Ferne lag, waren die Mitglieder des Ravenwing eine schwer gepanzerte Kavallerieeinheit, die vom Chaos mutierten Bestien des Planeten jagten. Sie trugen schwarze Rüstungen und Flügelhelme, eine Tradition, die bis heute Bestand hält. Um in den Ravenwing aufgenommen zu werden, muss ein Astartes nicht nur ein Talent für den Umgang mit schnellen Fahrzeugen aufweisen, sondern ebenfalls einen besonders starken Willen besitzen. Da ihre Hauptaufgabe sie regelmäßig in Kontakt mit Heretikern und anderen Verrätern bringt, muss sichergestellt werden, dass sie besonders widerstandsfähig gegenüber den Versuchungen des Chaos sind. Zudem haben die Ordenspriester der Dark Angels ein besonders wachsames Auge auf die Mitglieder des Ravenwing. Selbst das kleinste Anzeichen einer Korruption muss sofort erkannt werden, um die Gefahr im Keim ersticken zu können. Glücklicherweise müssen die Ordenspriester nur selten eingreifen, da die Mitglieder des Ravenwing stoische und willensstarke Krieger sind. Geleitet wird der Ravenwing derzeit von Großmeister Samael, einem langjährigen Mitglied des Inneren Zirkels. Er ist vor allem für seine Kühnheit bekannt, zu einem Punkt, dass sie schon fast an Leichtsinnigkeit grenzt. Doch als Anführer einer mobilen Kompanie, die auf Geschwindigkeit setzt, ist solch ein Charakterzug durchaus wünschenswert. Innerhalb des Ravenwings ist nur ihm und seinen Elitekriegern, den Schwarzen Rittern, der wahre Zweck der Kompanie bekannt, der Jagd nach Gefallenen. Der Dreadwing war ein Flügel der Dark Angels, der finstere und zum Teil auch verbotene Bewaffnung einsetzte, um nicht weniger als totale Zerstörung auf ihre Gegner herabregnen zu lassen. Er bestand größtenteils aus Zerstörertrupps, eine Spezialistenformation, die zwischen den Vereinigungskriegen und dem Großen Bruderkrieg eingesetzt wurde. Sie nutzten Waffen, die während des großen Weltenbrandes geschaffen wurden und mittlerweile als überholt oder zu grausam galten. Zerstörertrupps hatten oft einen besonders schlechten Ruf, sogar innerhalb ihrer eigenen Legion, denn sie galten als unmoralisch und unehrenhaft. Zu ihren bekanntesten Waffen zählen zweifelsohne jene, die sich Phosphex bedienten, einer Substanz, die nicht ohne Grund als lebendiges Feuer bekannt ist. Die weiß-grünen Flammen werden von Bewegung angezogen und können nur durch ein absolutes Vakuum gelöscht werden. Aufgrund ihrer gewaltigen Zerstörungskraft und den irreparablen Schäden, die Phosphex in seiner Umgebung anrichtet, wurde es äußerst selten eingesetzt. Noch seltener sogar als Nuklearwaffen, welche schon an sich extrem selten waren. Durch das mit ihrer Bewaffnung verbundene Stigma ist es kaum verwunderlich, dass der Dreadwing irgendwann nach dem Bruderkrieg aufgelöst wurde. Der Firewing ist der einzige Flügel, der in totale Vergessenheit geriet.
Heute kann nicht einmal erahnt werden, welche Aufgabe die Mitglieder dieser Kompanie einst zu erfüllen hatten. Die einzige Spur, die die Jahre überdauert hat, ist die Heraldik des Firewing, denn sie zeigt eine gewisse Ähnlichkeit mit der der Consecrators, einem Nachfolgeorden der Dark Angels. Der Iron Wing war ein Produkt der Vereinigungskriege und der ersten Bemühungen des Imperators, eine schlagkräftige Streitmacht aufzustellen. Um seine Widersacher zu vernichten, wurden schwer gepanzerte Einheiten entwickelt, wie der Land Raider oder die mächtigen Dreadnoughts. Diese 10 Truppen wurden im Iron Wing zusammengefasst, dessen Aufgabe es war, seine Feinde mit roher Kraft zu zermalmen. Durch die Neuorganisation innerhalb der Space Marines Legionen wurde der Iron Wing aber schnell überflüssig und gehört heute der Vergangenheit an. Der letzte Flügel war als Storm Wing bekannt und bestand ausschließlich aus Enter-Kommandos mit schweren Enter-Schilden. Sie waren auf Enter-Aktionen in der Schwerelosigkeit des Weltalls spezialisiert. Durch ihre begrenzte Einsatzfähigkeit werden sie aber nicht länger als eigenständiger Flügel unterhalten. Abgesehen von der ersten und zweiten Kompanie der Dark Angels, die als Death und Ravenwing operiert, ist der übrige Orden, wie im Codex Astartes beschrieben, organisiert. Die dritte, vierte und fünfte Kompanie sind Gefechtskompanien, denen taktische Trupps, Sturmtrupps, Devastator-Trupps, Dreadnoughts und Rhinos zur Verfügung stehen. Die 6., 7., 8. und 9. Kompanie sind Reservekompanien, die in ihre jeweiligen Aufgaben unterteilt sind. In der 10. Kompanie sind wie üblich die Scouts des Ordens zusammengefasst, jene Krieger, die erst vor kurzem zu Astartes wurden. Auch wenn der Codex Astartes die Hierarchie in einem Orden konkret festlegt, halten sich dennoch nicht alle Astartes an diese Richtlinien. Die Dark Angels gehören zu jenen Orden, die eigene Ränge und Formationen eingeführt haben, die nicht im Codex vorgegeben sind. Was bei anderen der Ordensmeister ist, ist bei der ersten Legion der oberste Großmeister. Seit dem Jahr 939 im 41. Millennium hält Azrael diese Position inne, nachdem der vorherige oberste Großmeister Naberius verstarb. Seine Aufgabe ist keine leichte, denn nicht nur gelang Luther vor kurzem die Flucht, der große Riss hat das Imperium der Menschheit zudem noch entzweigerissen. Doch er setzt alles in seiner Macht Stehende daran, die Schande der Dark Angels auszumerzen. Neben dem obersten Großmeister gibt es noch 3 weitere Individuen, die den Titel des Großmeisters innehaben. Diese sind der Großmeister des Deathwing, der Großmeister des Ravenwing und der Großmeister des Kryptoren. Letzterer überwacht das Librarium und ist damit verantwortlich für die Aufzeichnungen und Geheimnisse der Dark Angels. Bedenkt man die Geschichte der ersten Legion, kann man sich vorstellen, dass der Großmeister des Kryptoren eine wichtige Verantwortung trägt. Er ist, was bei anderen Legionen der Skriptormagister ist. Gegenwärtiger Großmeister des Kryptoren ist Ezekiel, der Bewahrer der Schlüssel, der die einzigartige Fähigkeit besitzt, die Gedanken seines Gegenübers lesen zu können. Diese Eigenschaft kommt ihm vor allem bei der Jagd nach Gefallenen zugute, die selbst ihre tiefsten Geheimnisse nicht vor den Kräften Ezekiels verbergen können. Die meisten anderen Ränge tragen bei den Dark Angels nur einen anderen Namen, sind in ihrer Funktion aber gleich denen anderer Legionen. Der Chief Apothecary wurde zum Master Apothecary, der Meister der Schmiede zum Meister des Felsens und Captains zu Kompaniemeistern. Einzig bei den Ordenspriestern findet sich eine Abänderung, die nur bei der ersten Legion zu finden ist. Innerhalb ihrer Ränge gibt es eine spezielle Abteilung, die Verhör- oder Vernehmungsordenspriester. Es ist ihre Aufgabe, die Gefallenen zu verhören und sie dazu zu bringen, ihre Sünden zu gestehen und für sie Buße zu leisten. Sie sind furchteinflößende Gestalten, die selbst ihre loyalen Brüder in Unruhe versetzen können. Wo andere Ordenspriester mit Feuereifer predigen, um ihre Brüder zu immer neuen Höchstleistungen anzuspornen, sind diese Interrogator-Chaplains schweigsame Individuen, die alles und jeden mit wachsamen Augen beobachten. Sie halten Ausschau nach den kleinsten Anzeichen von Schwäche oder gar Häresie. Um ihre Aufgabe erfüllen zu können, zeichnet sich jeder von ihnen in der Kunst des Verhörs, der Manipulation
und, wenn es sein muss, der Folter aus. Sie alle tragen einen besonderen Rosarius bei sich, der als Zeichen ihres Erfolges dient. Denn mit jedem Gefallenen, den der Ordenspriester dazu bringt, zu gestehen und zu büßen, wird ihm gestattet, eine einzelne schwarze Perle zu seinem Rosarius hinzuzufügen. Diese Geständnisse sind mindestens so schwer zu erhalten, wie sie selten sind, und die meisten Vernehmungsordenspriester können froh sein, überhaupt eine Handvoll von ihnen anzusammeln. Meister Molochia, der allgemein als der erfolgreichste Ordenspriester seiner Zunft angesehen wird, konnte in seinem 300 Jahre dauernden Dienst gerade einmal 10 schwarze Perlen ansammeln. Doch es gibt gegenwärtig einen Ordenspriester, dem es gelingen könnte, Meister Molochias Taten noch zu übertreffen. Ordenspriester Asmodai, Meister der Buße, ist gegenwärtig der erfolgreichste, wenn auch gefürchtetste Ordenspriester in den Reihen der Dark Angels. Er ist gnadenlos, selbst verglichen mit den restlichen Ordenspriestern. Asmodai soll in der Lage sein, seine Opfer über mehrere Wochen hinweg foltern zu können, ohne dass es den Tod findet. Doch seine Fähigkeiten als Vernehmer haben Asmodai in eine problematische Situation gebracht. Sein Ruf hat sich derart weit verbreitet, dass sich die Gefallenen lieber selbst das Leben nehmen, als von Asmodai gefangen genommen zu werden. Aus diesem Grund gelang es ihm bislang, nur 2 schwarze Perlen zu erhalten. Dies bedeutet allerdings bei weitem nicht, dass der Ordenspriester in seiner Aufgabe keinen Erfolg hätte. Wer sich in seiner Gefangenschaft befindet, ist schnell nur allzu bereit, selbst seine tiefsten Geheimnisse preiszugeben. Seine Skrupellosigkeit hat selbst den obersten Großmeister Azrael schon mehrfach vor ein ernsthaftes Problem gestellt. Er sah sich schon des Öfteren gezwungen, Asmodais Taten zu vertuschen und seine Pläne zu ändern, nur weil der Ordenspriester seinem Drang nach Recht nachgab. Asmodais Jagd nach den Gefallenen sollte eigentlich eine Sache oberster Geheimhaltung sein. Da ihm aber jedes Mittel recht ist, um sein Ziel zu erreichen, kann es manchmal schwer sein, seine Taten zu verbergen. Kein anderer Dark Angel verkörpert den Leitspruch, der Zweck heiligt die Mittel, so sehr wie Ordenspriester Asmodai. Als besondere Truppen setzen die Dark Angels die bereits erwähnten Deathwing Knights und die Ravenwing Black Knights ein. Beide sind einzigartig zu der ersten Legion und verkörpern die Elite ihrer jeweiligen Kompanien. Gemäß den Traditionen des Ordens tragen sie meist besonders kunstvolle und reich verzierte Rüstungen, die von der Geschichte der Dark Angels zeugen. Während die schwarzen Rüstungen des Ravenwing noch von Caliban selbst stammen, wurden die knochenweißen Rüstungen des Deathwing erst später eingeführt. Ursprünglich trugen die Mitglieder der ersten Kompanie ebenfalls schwarze Rüstungen. Dies änderte sich jedoch, um eine längst vergangene Schlacht zu ehren. Die Legenden besagen, dass ein Trupp des Deathwing zu ihrem ursprünglichen Heimatplaneten zurückkehrte, eine Welt namens Planesworld. Doch bereits kurz nach ihrer Ankunft mussten sie feststellen, dass die Bevölkerung von Genestealer versklavt worden waren. Die Mitglieder des Trupps waren fest entschlossen, der Verseuchung durch die Xenos ein Ende zu bereiten, auch wenn dies ihren sicheren Tod bedeuten würde. Wie es in ihrer Heimatkultur üblich war, färbten sie ihre Rüstung weiß, was auf ihrer Welt die Farbe des Todes war. Sie akzeptierten damit ihr eigenes Ende und trugen offen zur Schau, dass sie nicht mehr unter den Lebenden wandelten. Der Terminatorentrupp kämpfte sich durch unzählige Horden der Genestealer und stießen sogar bis zu ihrem Nest vor. Auch wenn die meisten von ihnen den Tod fanden, gelang es ihnen dennoch, ihren Planeten zu befreien. Seit diesem Tag tragen die Mitglieder des Deathwing knochenweiße Rüstungen, um so ihre Brüder aus längst vergangenen Tagen zu ehren. Neben all den ehrbaren Zeremonien und Traditionen gibt es eine, die heute einen dunklen Schatten auf die Legion wirft. Einst ein wichtiger Bestandteil des Ordens, handelt es sich heute um ein Mal der Schande, welches um jeden Preis entfernt werden muss. Es handelt sich um den Titel des Lord Cypher und damit auch um den gleichnamigen, gefallenen Engel. Lord Cypher war zur Zeit des Ritterordens auf Caliban ein Titel, der mit Ehrfurcht betrachtet wurde. Die Aufgabe eines solchen Lords war es,
die Traditionen des Ordens zu bewahren und durchzusetzen. Er war der Zeremonienmeister verschiedenster Rituale und prüfte mögliche Mitglieder des Ordens auf ihre Eignung und Loyalität. Wurde ein Bruder zum Lord Cypher ernannt, so musste er seinen alten Namen abgeben und durfte in Zukunft nie wieder mit ihm angesprochen werden. Er wurde im wahrsten Sinne des Wortes zum Lord Cypher. Die Ehrbarkeit dieses Amtes endete mit dem aktuellen Lord Cypher, einer Gestalt zweifelhafter Loyalität. Von allen Gefallenen ist er neben Luther selbst wohl das oberste Ziel der Dark Angels. An dieser Stelle soll nicht die gesamte Geschichte Cyphers nacherzählt werden, nur, dass er sich während des Großen Bruderkrieges an Luthers Seite stellte. Seither ist er ständig auf der Flucht, taucht überall in der Galaxie auf und scheint kommen und gehen zu können, wie es ihm beliebt. Sein endgültiges Ziel ist unklar, denn manchmal erscheint er, um Mitgliedern des Imperiums zu helfen, während er zu anderen Zeiten ihr Feind ist. Geflüster sprechen davon, dass er danach strebt, eine Audienz beim Imperator selbst zu erhalten, um bei ihm für die Gefallenen um Vergebung zu bitten. Vielleicht würde Cypher diese Gelegenheit aber auch nur nutzen, um den Imperator zu ermorden. Wer sich schon einmal in der Ordensfestung der Dark Angels aufgehalten hat, mag vielleicht aus dem Augenwinkel kleine Kreaturen bemerkt haben, die ebenso schnell verschwinden, wie sie erschienen sind. Diese Wesen sind den Dark Angels als Wächter der Dunkelheit bekannt. Einst bevölkerten sie die Heimatwelt der ersten Legion, Caliban. Nach deren Zerstörung bevölkern sie nun die Ordensfestung der Engel. Die Astartes des Ordens nutzen diese Wesen gerne als Diener, die ihnen im Alltag zur Hand gehen. In seltenen Fällen begleiten die Wächter ihren Meister auch auf das Schlachtfeld, nehmen jedoch nie aktiv an einer Schlacht teil. Sie verfügen über eine einzigartige psionische Fähigkeit, die sie gegen beinahe jede Art von Attacke immun werden lässt. Ständig in weiten Roben gehüllt, die ihr Gesicht verdecken, nehmen sie an Prozessionen und Ritualen der Dark Angels teil, meist im Hintergrund oder aus den Schatten. Wer oder was die Wächter tatsächlich sind oder gar was sich unter ihren Roben verbirgt, ist unbekannt. Die Dark Angels selbst nehmen die Anwesenheit der Wesen als Selbstverständlichkeit hin. Fragen über deren wahre Natur werden nie gestellt. Das einzige Wort, das über die Wächter der Dunkelheit verloren wird, wird an junge Rekruten gerichtet, die gerade erst in der Ordensfestung angekommen sind. Stellt euch nie einem Wächter in den Weg oder behindert ihn bei seiner Arbeit, warnen die erfahrenen Brüder die Neulinge. Gerüchte werden sich erzählt über jene, die diese Warnungen missachtet haben und kurz darauf für immer verschwanden. Wer die Gunst dieser Wesen gewinnt, kann sich glücklich schätzen, denn er ist offensichtlich zu großen Taten auserkoren worden. Nach dem Kampf zwischen Luther und Lionel Johnson waren es die Wächter der Dunkelheit, die den schwer verwundeten Primachen in Sicherheit brachten. Nur sie wissen von seinem Überleben und von der geheimen Kammer, in der er sich von seinen Wunden erholt. Wie so gut wie alle Legionen der Space Marines können auch die Dark Angels auf mehrere Nachfolgeorden zurückblicken. Vereint in ihrem Hass auf die Gefallenen nennen sich die Dark Angels und all ihre Nachfolgeorden gemeinsam die Unforgiven, die Unverziehenen. Zu den bekanntesten Nachfolgeorden gehören die Angels of Absolution, die Angels of Defiance, die Angels of Redemption, die Angels of Vengeance, die Angels of Wrath, die Blades of Vengeance, die Bringers of Judgment, die Consecrators, die Cult Wardens, die Disciples of Caliban, die Guardians of the Covenant, die Knights of the Abhorrence, die Knights of the Crimson Order, die Lion Saber, die während einer Kampagne im Auge des Terrors komplett ausgelöscht wurden, die Pentient Blades, die Persecutors of Darkness, die Prime Absolvers, und die Unnamed. Die Angels of Vigilance und die Star Phantoms sind vermutlich Nachfolgeorden der Dark Angels, auch wenn dieser Umstand nach wie vor umstritten ist. Ebenfalls umstritten ist ein Gerücht, das schon seit einiger Zeit im Imperium die Runde macht. Es ist auffällig, dass,
Obwohl die Gensaat der Dark Angels mindestens genauso rein und intakt ist wie die der Ultramarines, erstere weitaus seltener herangezogen wird, um neue Orden zu erschaffen. Es hat sich das Gerücht gebildet, dass die Hohen Lords of Terra die Gensaat der ersten Legion mit Absicht übersehen, wenn es um Nachfolgeorden geht. Nachfolger der Dark Angels sollen dem obersten Großmeister der Engel zu hohe Ehrerbietung entgegenbringen. Böse Zungen würden sogar behaupten, sie würden ihre eigenen Kommandanten und Anführer höher schätzen als die Mitglieder des restlichen Imperiums, vielleicht sogar des Administoriums selbst. Bislang sind diese Aussagen aber nichts weiter als Spekulation und Geflüster, deren Wahrheitsgehalt nicht bewiesen werden konnte. Es ist aber nicht verwunderlich, dass es dem Administorium auf Terra oder sogar anderen Legionen der Astartes schwerfällt, mit den Dark Angels zusammenzuarbeiten. Wo auch immer sie erscheinen, umhüllt sie ein Nebel aus Geheimnissen, Unklarheiten und Verschwiegenheit. Ihre selbst auferlegte Pflicht, die Gefallenen zu bestrafen, hat schon öfter dazu geführt, dass sich Dark Angels vom eigentlichen Kampf entfernt haben, um ihren eigenen Zielen nachzugehen. Sie sind dem Imperator treu ergeben, daran gibt es wohl keinen Zweifel. Aber ihr manisches Verlangen nach Buße hat sie eigenbrötlerisch und paranoid gemacht. Es bleibt zu hoffen, dass ihr Primarch Lionel Johnson bald zu ihnen zurückkehrt und seine Söhne wieder auf den rechten Weg führt.